Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man dieses Projekt Shopping Cart aufsetzt und habe es auf den Git-Server gestellt. In diesem Video wollen wir nun anfangen mit dem Programmieren. Und zwar machen wir Folgendes. Wir öffnen mal dieses Programm.cs und das ist jetzt hier sehr minimalistisch gemacht. Machen wir es mal mit einem Namespace. Shopping Cart. Ich kann den Namespace direkt so deklarieren und dann public class program und dann public static void main. So machen wir unsere gewohnte main Methode. Dann schauen wir, ob das noch läuft. Sieht gut aus. Okay, wie fangen wir jetzt an? Wir machen mal eine Klasse, welche ein Cart-Item repräsentiert. Das heißt, ein Produkt in unserem Shopping-Cart oder unserem Warenkorb und das hat jeweils eine Anzahl. Also machen wir mal New File und dann nennen wir das mal CartItem.cs. Nehmen wir wieder den Namespace Shopping Cart. Machen wir das so und dann Public Class Shop Cart Item. Und was machen wir hier drin? Ich habe gesagt, wir wollen ein Shopping Cart einerseits ein Produkt haben. Public String Product. Machen wir ein Property mit GetSet. Andererseits wollen wir die Anzahl Mount wieder mit Get und Set haben. Product. Ja, jetzt brauchst du noch einen Konstruktor, Item und der nimmt auch gleich das Produkt entgegen und die initiale Menge. So hätten wir das. Und was wir noch machen könnten, ist eine ToString-Methode. Alright, String, ToString und da geben wir da einfach einen formatierten String zurück und der hat jetzt den Amount drin und da machen wir ein X für Mal und dann Product. So, das Formatieren sieht gut aus. Also die Klasse CartItem, die einen Eintrag quasi auf einer Einkaufsliste repräsentiert oder ein Produkt in unserem Warenkorb mit einer entsprechenden Anzahl. Jetzt sollen wir mal schauen, ob wir das verwenden können. Machen wir statt Hello World hier, geben wir was anderes aus. Und zwar New Cart Item. Sagen wir Milk. Dann nimmt das Menge 3. Wir haben jetzt keine Einheiten, aber sage jetzt einfach mal 3. Vielleicht Flaschen Milch. Lassen wir das laufen. Ja, dreimal Milch, funktioniert wunderbar, kann auch ein anderes Produkt nehmen, zum Beispiel 6 Eier, wird das auch ausgegeben. Gut, Git Status, Git Add Shopping Cart, mal Git Status anzeigen, committen wir das, SM, New Class Cart Item Representing Product in our Shopping Cart und gleich pushen. So, dann haben wir es auch drin. Cart Item ist da. Okay. Jetzt als nächstes, wenn wir einen Eintrag haben für den Shopping Cart, wollen wir den eigentlichen Shopping Cart entwickeln. Wieder eine neue Klasse. Shopping Cart.
CS. Wieder im gleichen Namespace drin. So, einfach mal eine leere Klasse. Und jetzt ist die Frage, welche Operation soll dieser Shopping Cart unterstützen? Wir beschränken uns mal auf ein paar wenige. Mach mal eine Void-Methode, public void add item. Und da kann man jetzt etwas hinzufügen. Und zwar kann man jetzt hier nicht ein Cart-Item hinzufügen, sondern wir sagen einfach, möchte hier ein Produkt mit einer bestimmten Menge hinzufügen. Dieses Cart-Item wird dann intern verwendet. Also, das macht einfach mal nichts. Damit wollen wir Sachen hinzufügen können. Anschließend wollen wir wissen, welches Produkt zu welcher Menge drin ist. Und hierzu machen wir die Methode public int getQuantityFor stringProduct. Also damit kann man ermitteln, wie groß die Menge für dieses Produkt ist. Oder nehmen noch besser amount getAmountFor. Haben sie im Cart-Item auch einmal genannt. Mal minus 1 zurückgeben, weil wir noch nichts Schlaues machen können. So, damit können wir herausfinden, wie viele Einheiten von einem Produkt wir haben. Und schließlich wollen wir noch wissen, welche Produkte alles in unserem Warenkorb liegen. Und hierzu wird eine Liste schön. List String get products. So, und es gibt die mal zurück, gehen wir einfach mal null zurück, damit es kompiliert. So, das hat er noch nicht gern. Ja, Warnung akzeptieren wir. Das wäre jetzt einfach mal so, sagen wir mal, das Scaffolding oder das Skelett für unseren Shopping Cart. Stellen wir noch sicher, dass es mit Git gesichert ist. Git add Shopping Cart. Commit -m created scaffolding for shopping cart class. Dann pushen wir das wieder. Das ist da. Was jetzt die Idee ist, dass wir diesen Shopping Cart ausimplementieren, und zwar zuerst mit einem Array oder einer Liste. Dann setzen wir all diese Operationen um, was ein bisschen mühsam werden könnte. Und anschließend zeige ich dann, wie man es besser macht, und zwar mit einem Dictionary. Bevor ich mit dem Programmieren anfange, möchte ich aber zeigen, wie man das ein bisschen test-driven entwickelt. Also jetzt die leeren Methoden habe ich einfach mal so gemacht, ohne test-driven Development. Aber die eigentliche Implementierung möchte ich test-driven machen. Wie man das macht und vor allem, wie man das zuerst aufsetzt, zeige ich dann im nächsten Video. Bis dann.